Habt ihr denn nichts anderes zu tun? Let's play Morrowind bzw. Blood Moon Continues und zwar genau jetzt. Und ich habe mir was Tolles für euch, für uns alle, für unser aller Leben überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe mir mal die Quests nochmal durch den Kopf gehen lassen, die uns jetzt folgen. Ruhe da draußen. Die Quests überlegt, die jetzt noch kommen im Hauptquest. Und da habe ich mir überlegt, machen wir lieber mal den, das Hauptnebenquest sozusagen, das es hier auf Solstheim gibt. Und zwar die OKH, die Ostkaiserliche Händlergilde. Bei denen sind die Quests nicht so leicht und da können wir eventuell, nicht so schwer. Und da können wir eventuell ein bisschen leveln, bevor wir uns dann eben mit dem Hauptquest dann beschäftigen. Ich denke mal, das dürfte für alle angemessen sein, da muss ich in dem Fall vielleicht nicht ganz so oft TGM einsetzen. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuch's zumindest. Und wie kommen wir da hin? Ihr habt gerade den Weg gesehen. Da kommen wir her, da gehen wir hin. So, und hier haben wir nämlich den Anführer der OKH, der Ostkaiserlichen Händlergilde. Und wir skippen das Ganze mal und treten der Gilde natürlich bei und holen uns schon direkt den ersten Auftrag. So leicht geht das. Ihr glaubt, ne, das müssen wir mit dem Game machen, den Typ mache ich nämlich nicht. Ihr glaubt, ihr seid bereit für die, ne, Sohle Lindenberg, verdammt, der ist gar nicht mal so schlecht. Ihr glaubt, ihr seid bereit für die Arbeiten? Sehr gut. Die ersten unserer Arbeiter sind da und müssen zur Mine. Keiner von ihnen ist besonders geschickt im Umgang mit der Klinge, daher sollt ihr sie begleiten. Sie wissen den Weg, ihr müsst nur darauf achten, dass sie sicher ankommen. Wenn ihr dort seid, sagt Falco Galenus Bescheid, er wird euch weitere Anweisungen geben. Geht nun und sprecht mit Gida Verotan, er ist unten am Hafen. Ohne mich. Gut, machen wir natürlich. Habt ihr schon gesehen? Ohne mich bricht alles zusammen. Der Typ, der nennt uns nämlich, glaube ich, Handlanger. Und deswegen mag den Typen, glaube ich, so gut wie keiner. Nicht mal seine Mutter mag ihn. Also der hat zwar in dem Fall ein schweres Los zu tragen, aber gut, ich meine, wenn man sich in dem Fall so... Ich habe auch gehört, dass er früher ist dasselbe wie damals, das war gerade ein Thesaurus, das sich gerade bei mir im Kopf aktiviert hat, sogar seine Mutter als Handlanger beschimpft hat, weil... Nee, seinen Vater, weil er an seiner Mutter Hand angelegt hat. Oh, ihr seid die Eskorte, na gut, lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Gamin, Sabinus... Sabu. Und ich müssen zur Baustelle, um mit der Arbeit zu beginnen. Können wir los oder braucht ihr mehr Zeit? Ich bin bereit. Itekimas! Nun gut, wir haben abgestimmt und entschieden, dass ihr die Führung übernehmen sollt. Natürlich, keiner von uns hat eine besondere Vorliebe für den Wald. Nicht, dass wir Feiglinge sind. Oh nein. Natürlich nicht, hätte ich noch niemals erwartet bei dir. Aber wir meinen, dass ihr euch am besten dazu eignet, voranzugehen. Ich kann unser Ziel auf der Karte einzeichnen, damit ihr wisst, wo wir hin müssen. Machen wir es auf! Itekimas! Mit diesen super Dreadlocks. Hat auf jeden Fall schon mal einen kleinen Style-Bonus verdient, wie ich finde. My sound is like a motherfucking Uzi. Why? Cause can no motherfucker do me. So, und jetzt geht's auch endlich auf in Richtung... Schauen wir mal, ob er es auch markiert hat, brav. Jawohl, nach Raven Rock. Nach Rabenfels müssen wir uns jetzt aufmachen. Und das ist in dem Fall keine Stadt irgendwie, kein Verlag oder keine Stadt... Sondern, doch eine Stadt ist es, aber in dem Fall nicht hier in unserem wunderbaren, in unserem Land. Was habe ich eigentlich gerade für Scheiße, verdammt. Aber egal. Hier sehen wir auch schon die wunderbare Moränenhügellandschaft. Oh. Ja, wunderbar. Du bist auf jeden Fall auch nett und, ja, ich habe auch noch. Wunderbar. Klappt doch wunder-nice heute. Und nehmen wir uns schon mal die Wolfspelze mit, denn ich habe mir überlegt, habe ich bisher immer, glaube ich, so gemacht... Dass wir alle Wolfs- und Bärenpelze sammeln, einfach damit wir später Mr. Big Dick spielen können und mal sehen können, wie viele von diesen Scheißtieren wir eigentlich mittlerweile schon erlegt haben. So, hier hinten haben wir ein Hügelgrab. Um die werden wir uns aber erst natürlich dann wesentlich später kümmern, wenn wir eben das Neben- und das Main-Quest abgeschlossen haben. Immer ein Auge auf die drei halten, denn einmal beim ersten Mal, als ich es gezockt habe im Let's Play, sind sie mir komischerweise nicht gefolgt und sind dann wie kleine Kinder irgendwie irgendwo in der Pampa, glaube ich, rumgeirrt. Ich habe sie nie wieder gefunden. Man hat sie nie wieder gefunden. Nur ein Arm. Nein, in dem Fall nicht. Ich habe gar nichts mehr von denen gesehen. Also, das könnte hier ein kleiner Kindergeburtstag sein, den zu feiern. Wer weiß. Vielleicht spielen sie auch alle gerne Spiele zu dritt. Man weiß es ja nicht so genau. Gut, nächstes Tier. Das Blöde ist ja, dass die auch irgendwie mit... Also das ist jetzt seltsam, ja? Die folgen euch zwar brav, so wie das in dem Fall auch nicht asiatische Frauen machen, also immer uns folgen! Verdammt mal! Also sprich an... Ne, sag ich jetzt am besten nicht, sonst mach ich einen Daumen beliebt.
Aber komischerweise fighten sie in dem Fall auch mit. Das heißt, es könnte gut passieren, dass ihr eben auch auf dem Weg, wenn ihr nicht aufpasst, von einem Bär zum Beispiel angegriffen werdet, beziehungsweise die drei hinter euch. Und deswegen draufgehen. Also immer ein Auge nach hinten haben, wie gesagt. Es kann auch sein, dass sie eben Kindergeburtstag feiern und sich von euch separieren möchten und dann irgendwie in der Wildnis geht, miteinander zu spielen. Darauf wollte ich übrigens vorher auch hinaus, falls ihr meine Anspielung mitbekommen habt. Yes! Und der nächste Teufel auf vier Beinen ist mittlerweile Geschichte. Sind sogar, wenn man sie nicht trifft, fast so nervig, wie ich finde, wie die Hunde in Resi 3. So, wir sind angekommen in Raven Rock und müssen jetzt Falco finden. Auch wenn er mittlerweile ja leider nicht mehr unter uns weilt, also der Sänger zumindest. Und hier unten übrigens irgendwo wird auch noch ein Hafen... Ja, genau, hier. Wird noch ein Boot anlegen, das heißt, wenn ihr dann... Also die meisten Aufträge bekommt ihr von den Typen in der Festung. Und dann müsst ihr hier hinlaufen und damit ihr den Weg eben abkürzen könnt, da haben wir ihn noch schon, könnt ihr dann mit dem Schiff hier hinfahren. Jawohl, damals auch schon. Nun gut, wir sind also unversehrt angekommen. Habt Dank für eure Begleitung. I love all Asian ladies, ja, aber ich mehr als du. Vielleicht begegnen wir uns ja noch einmal. We'll see. Okay, dann sprechen wir ihn mal an. Da hat euch Carnius überredet, bei seinen kleinen Unterfangen mitzumachen, ja? Nun gut, ich werde die Baustelle von hier aus leiten und nur Carnius Rechenschaft ablegen. Und da ihr schon einmal hier seid, habe ich für euch einen Auftrag. Carnius hat euch wohl zu mir geschickt, damit ich euch Anweisungen gebe. Nun, ihr könnt die Aufgabe zu Ende führen, an die ich gearbeitet habe, als ihr ankamt. Jetzt, wo schon einige Mitarbeiter angekommen sind, muss ich nämlich hier bleiben und Aufsicht führen. Hier, nimmt dieses Ebenerz und sucht noch vier solche Klumpen. Carnius muss unseren Geldgebern beweisen, dass dieses Unterfangen lohnenswert ist und das Erz dürfte sich dazu gut eignen. Machen wir natürlich. Und die Dinger finden wir genau hier hinten. Also vier Stück ist, wie gesagt, so mittlerweile so ein Standard-Quest eben. Also Standard-Anfangs-Quest. Bitch. So, dann haben wir schon drei. Und sechs. Wir nehmen natürlich noch ein paar mit, denn ihr seht ja, die bringen, ich glaube 200 war es, oder? Ja. 200 bringen die an Kohle. Und das soll uns nur recht sein. Genauso wie der Frosch im Hals, den ich schon wieder habe. So, zwei weitere. Und ich glaube, das waren schon so gut wie alle, die jetzt hier zumindest in der Nähe am Starthorst sind. Und legen am besten schon mal den ganzen Ebenerz und die Wolfspelze hier unten ab. Denn wir brauchen ja noch ein freies Inventory für das nächste Quest, das ich auch gleich noch mit dranhängen werde an diesem Part. So, fünf Stück brauchen wir, genau. Eins haben wir ja von ihm bekommen. Die legen wir hier hin. Zum Glück haben wir ja hier keine Raider oder so, die das Ganze... Keine Raider. Alle, die wir jetzt hier drei spielen, wissen Bescheid. Keine Raider, also keine Räuber praktisch, die sich das irgendwie abnatzen würden oder sowas. Das heißt, da könnt ihr gut mal ruhig mal irgendwelche wichtigen Items oder so mitten in die Pampa setzen und die sind nach mehreren Wochen noch da. Außerhalb der Ingame-Time. Meine ich natürlich. Tight wäre ein bisschen was anderes. Das wäre Denglisch quasi und auch in dem Fall eigentlich eher Englisch als Denglisch. So, bam! Bitch! Get up! Better have my money. Okay. Hast du auch schon. Finde ich wunderbar. Money Boy, ne? gut. Also wir sind auf dem Weg zurück. Geben ihm dann die 5 Erze und dann müsste schon die nächste Quest eingeläutet werden sein. Tun. Oder so. Und was auch was eigentlich auch nicht cool ist, alle möglichen netten Worte gerade eben auch mal in einem Satz zusammengefercht. Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, was auch nicht schlecht ist, wenn wir eben, wir haben ja jetzt das Quest angefangen und je nachdem, wie weit ihr im Quest voranschreitet, baut sich quasi auch die Stadt auf. Das heißt, Ebenerz ist nicht einfach so, bleibt nicht einfach so, wie ihr es gerade gesehen habt, sondern je nachdem, wie viele Quests ihr abgeschlossen habt, desto weiter wird auch die Stadt gebaut. Also später hat ihr dann auch euer eigenes Haus. Und das ist doch nicht mal schon ein sehr, sehr guter Grund, das Nebenquest von Solstheim eben auch zu zocken. Ist auch, wie ich zumindest finde, neben dem Mainquest, da es übrigens auch das Einzige ist, das ihr hier habt, das Geilste. Also Nebenquest im Sinne von eine Questreihe mit mehreren Quests. Wie nennt man das eigentlich überhaupt? Also es gibt ja die ganzen Sidequests in den ganzen Kabuffen und Höhlen und so weiter. Und die einzigen Quests, die eben mehrere am Stück führen, sind eben logischerweise das Main-Quest und das Haupt-Neben-Quest. Haupt-Neben-Main-Quest. Also. Gut. Weiter geht's. Wir übergeben hier die 5 Ebenerze und
dann müsste, glaube ich, schon die Stadt. Und dann müsste man erstmal, glaube ich, ein bisschen resten. Dann ist die Stadt schon einigermaßen aufgebaut. So. Ihr habt also. Nee, Moment, falsche Stimme. Ihr habt also das Erz, das ich von Falco verlangt habe. Selbst das konnte er allein nicht fertig bringen. Egal. Die Geldgeber warten darauf. Also her damit. Hier ist die Bezahlung. Ich habe für euch jetzt keine weitere Arbeit. Kommt in etwa 3 Tagen wieder zu mir. Bis dahin sollten die Bauarbeiten bereits angefangen sein. Roffelkopter. So, dass es sicher nicht sicher wieder etwas für euch zu tun gibt. Oh, und nehmt diesen Anteilsschein hier. Achso, ja, genau. So, 100 Dragon haben wir auch bekommen. Das ist auch schon mal wunderbar. Und resten dann erstmal. Ich glaube, 23 Stunden müssen schon reichen.